Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Super Mario Odyssey. Wir haben fürs erste New Donk City abgeschlossen. Wir waren ja in einem Festival, in einem wunderbaren, epischen und traditionellen Festival mit Paulines wunderbaren Gesang. Und ja, wir haben ja auch schon die benötigten Monde gesammelt schon längst und gehen somit ins nächste Land. Aber bevor wir das tun, werde ich erstmal endlich mal wieder meine Facecam dazu packen, weil das OBS irgendwie mal gebacken bekommen hat. Mehr oder weniger, aber das juckt ja sowieso keinen. Und ich habe es trotzdem erwähnt. Also wieder der Facecam-Rahmen und meine Hackfresse. Yay! Und damit nochmal herzlich willkommen zu Mario Odyssey. Also, ich habe ja gerade eben ja schon gesagt, was im nächsten Part passiert ist. Also gehen wir direkt zum nächsten Land, würde ich mal sagen. Momentan haben wir 117. Bin mal gespannt, wie viel wir jetzt haben. Oh, das geht doch. Geht doch noch. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Mal wieder. Yay. Erstmal hier. Yay, für die Facecam. Aber egal. Ja. War schon ein bisschen zu viel für heute. Gut. Wo geht's als nächstes hin? Es spaltet sich mal wieder. Die Qual der Wahl. Was meinst du? In welches Land hat sich Bowser wohl verkrümelt? Polarland oder Küstenland? Oh, Küstenland sieht richtig nice aus. Da gehen wir hin. Das Küstenland. Gute Idee. Na klar, gerne. Ah, auf jeden Fall. Ab ins Küstenland! Ja, moin! Einwandfrei! Oh yeah! Das nenne ich mal ein überwältigend energisches Festival. Nutzen wir diese Energie für unsere weitere Reise. Und diesmal bekommen wir die Stampfattackensprung. Aber ist egal. Nächster Stopp: Küstenland. Dort gibt es ein prächtiges, sprudelndes Meer und vier gigantische Fontänen, die man gesehen haben muss, steht hier. Ja, nice. Richtig, richtig nice. Stell dich wieder scharf, du Dreckscam. Dankeschön. Mehr oder weniger. So, hier sind wir schön. Ins Küstenland. Blubberstrand. Vielversprechend und einladend. Das Glas ist halb leer. Okay. Der Oktopus oder wie auch was? Was ist denn das da oben auf dem schicken Glas? Ein Oktopus, ein nee, Tintenfisch wollte ich gerade sagen. Ich bin blöd. Kann schon so sein. Wie auch immer. Er trinkt erstmal schön. Er trinkt einfach so das Wasser leer. Vor allem, was hat der für ein gigantisch großen Strohhalm, Alter? What the fuck? Bowsers Fußabdrücke. Wohin ist er wohl verschwunden? Hey, wo denn? Hey, wo denn? Ich sehe die noch. Ach so, da. Ich bin blind auf beiden Augen. Oder einfach nur blöd. Gut, hier müssen wir auch schon mal durch. Können die irgendwo hin überhaupt? So, zu sowas hier. Was soll das überhaupt sein? Da scheint ja ein echter Fachmann die Fontänen verstopft zu haben. Ja, also wenn das mal nicht Bowser gewesen ist, dann weiß ich auch nicht. So, du hast irgendwas zu sagen. Wenn das Wasser der vier Fontänen gemischt wird, dann entsteht das begehrte Edelwasser. Die Legende besagt, dass jeder, der von diesem wundersamen Elixier trinkt, ein glückliches Leben führen wird. Ja. Ob das Edelwasser dadurch besser bewirkt? Okay. So. Dieser Knopf ist der Schlüssel, um unsere prächtigen Fontänen wieder zum Sprudeln zu bringen. So, das ist wahrscheinlich erstmal die Hauptmission. Naja, ist ja klar, deswegen auch die Vorschau von gerade eben. Ist ja natürlich klar, ne?
So. Jetzt mal kurz hier. Das Glas ist halb leer. Und hier? Achso, das ist alles. Das ist komplett alles. Ah, okay, gut. Alles klar, dann weiß ich ja Bescheid. Und hier ist wieder irgendwas Helles am Leuchten. Warte mal, ich sehe es gerade schlecht. Hier. Und natürlich sind hier nur Goombas. Nein. Boah. Hätte ich mich jetzt treffen lassen, das wäre jetzt so lächerlich, ne? Machen wir es am besten so. Wir verzichten auf das Wasser. Jetzt ist schon wieder dieser Papagei-Typ. Wonach suchst du denn? Ach, ich weiß. Haha. Ich kann es dir nicht verraten. Aber ich gebe dir einen Hinweis. Hinauf, dank Wasserrückstoß. Der ist hier irgendwo versteckt. Such ihn und finde ihn. Tip, tip. Okay. Hier ist wieder so ein fucking Block. Hier ist wieder so ein fucking Block. Und ich weiß ja immer noch nicht, was es mit denen auf sich hat. Goddammit. Strandhaus. Der Beachvolleyball-Trainer kommt doch auf jeden Fall zurück, oder? Jetzt hier wieder so ein Minispiel oder was? Ein Beachvolleyballfeld? Schade, dass gerade niemand spielen will. Früher oder später bestimmt. Ja, ich kann mich ja schon mal dahin begeben. Hier ist wieder so eine Musiknote. Nein, das sind wieder diese Blumen, mit denen ich überhaupt nichts reißen kann. Naja, Versuch ist es wert, komm. Okay, hier muss ich nur gerade still bleiben. Das bekomme ich auch so hin. Einwandfrei. Gut. War zum Glück nicht so schwer. Schnappen wir uns erstmal, wenn ich es gebacken kriege, Dankeschön, den Mond. So. Notenjagd auf der Meeresoberfläche. Soweit, so gut. Hier haben wir wieder ein paar neue Gegner am Start. Den wir mal gleich übernehmen werden. Er ist ja richtig nice. Cool. Wie so ein Flitzer. Ja, ist geil. Ist auf jeden Fall richtig geil. Cheap Cheeps sind auch wunderbar dabei. Hier ist noch ein Mond. Wie weit kann man überhaupt, wenn man schon nach oben kommt, dann... Achso, nicht gerade so weit. Okay. Aber hoffentlich genug. Einwandfrei. Holen wir uns schon mal den hier. Dann passt das. Haben wir schon mal 1 von 3. Das Siegel der Steinsäule. Gut. Haben wir es schon mal. Wenigstens das erste. Und der große Knopf sorgt dafür wahrscheinlich... Ich werde es einfach sehen. Ach, okay. So ein großer Pümpel. Tja, hat der wohl nicht so geschmeckt, ne? Oh, wei. Du willst die 4 Fontänen wieder sprudeln lassen? Ich gebe das köstliche Edelwasser nicht kampflos her. Und so willst du uns aufhalten, oder was? Noch 3 weitere Fontänen, weiter geht's. Wow, er ist jetzt schon leicht aggro. Und er schickt irgendwelche stachelartigen Teile runter. Und dann gehen sie kaputt. Toll. Mehr hast du nicht zu bieten. Noch weiter. So. Können wir ja als nächstes hin. Warte mal. Hier. Okay, hier ist nur ein Herz. Da ist nur ein Herz. So, das eins. Und wo ist das andere? Da hinten. Ich brauche mal wieder so einen Gegnertyp da. Okay, hier, wir waren so Münzen. Auch gut. Ja, ich schwimme mal ein bisschen schneller. Du sollst keine Stampfattacke ausführen. So. Ah, hier gibt es sogar 100 Münzen. Das ist hier so groß, oder was? Naja, geht eigentlich. Das geht eigentlich. So, die eine Münze hole ich mir noch gerne. So. Du hast was zu sagen? Um auf den Leuchtturm zu kommen, musst du erst durch diesen Tunnel. Ach, da oben ist ja auch ja eins. Oh. Ach, das sind sogar... Das sind 4? Ich hätte gedacht, das wären 3. Okay, dann sind es halt 4. Ah, nee, Cappy hat ja vorhin noch gesagt, dass es noch 3 sind. Ach. Dumm.
So, wo führt uns dieser Weg hier hin? Unterwassertunnel zum Leuchtturm. Benutzen wir hier mal gleich so ein Cheep-Cheep. Warum der Licht aussendet sind? Keine Ahnung. Hat der irgendwie so Scheinwerfer oder was? Okay. Enttauchung und halt auftauchen. Also nach unten und nach oben schwimmen. Schnell schwimmen geht nicht, weil das ist schon die normale Geschwindigkeit. What the... What? Ach, das sind diese komischen Aale hier. Die sehen zwar nice aus, aber die sehen irgendwie so etwas hässlich aus irgendwie. Nein, 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 alles klar. Erstmal lappenhaft treffen lassen, genau. Nein, ich will die lila Münzen, geh nach unten. Gibt's wahrscheinlich wieder auch so ein Special Outfit. Naja. Nein! Och Mann, ich will nicht sterben, ne? Habe ich jetzt wirklich keinen Bock drauf. Nein, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Könnte man nicht noch irgendwas anderes machen? Ah nee, das. Schütteln. Ja, okay, gut. Irgend so eine Drehattacke, irgendwas so in der Art. Ja, gib ein Herz, ja. Jetzt brauche ich es auf jeden Fall. Hier sind wieder lila Münzen. Na komm. Wunderbar. Wunderbar. Warte mal, ich geh gerade falsch, ne? Nee. Nee, 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 nee. War schon richtig, war schon richtig. So, jetzt brauche ich dich nicht mehr. Jetzt müssen wir jetzt eigentlich oben sein, würde ich mal behaupten. Gut, nein. Nein. Geh noch mal rein. Und verkack jetzt nicht, bitte. Dankeschön. So, haben wir den zweiten. Das Siegel des Leuchtturms. So, jetzt müssten uns nur noch zwei fehlen. Ich glaube, das kriegen wir auch noch hin. Auf jeden Fall. So. Na, ich bin zu doof, um so einen Knopf zu drücken. So, einfach Stampattacke. Und noch so ein Kolben, wie auch immer. Trifft den zum Glück. Yay. Noch zwei Fontänen, ja, einwandfrei. Währenddessen können wir auch noch mal so ein bisschen nach lila Münzen Ausschau halten. Wahrscheinlich ist es dann wieder so, dass es bei 15 Münzen wieder was gibt. Also generell, gute Kombi. Hier sind schon mal drei. Ja, schwimmen wir ein bisschen schneller. Wieder, ja, diese komischen Algenviecher, ey, verpisst euch. Ich will den haben, ich will den haben, komm. Ey, wie lappenhaft. Okay. Ja, die sind ja nervig. Vor allem, warum können die mich treffen? Die greifen dann noch nicht mal an. Die latschen nur zu mir. Warum können die mich treffen? Das macht doch fast keinen Sinn. Ich brauche so ein Cheep-Cheep. Komm. Komm her. Komm her. Dankeschön. Okay. Jetzt wird das schnell nach oben. Oder? Ah, oh, nee, noch nicht, noch nicht. Hier ist sogar ein Mond. Einfach so unten drunter, lol. Kannst du? Dankeschön. Merci, Dori. Okay. So, hier noch welche. Ganz hinten sind sogar auch noch welche. Na gut, dann hole ich mir die jetzt schnell. Aber dadurch werde ich auch nicht schneller, ne? Schade. Hä, ich hab doch schon geschüttelt. Betrug. Ja, schon wieder. Was ist das hier für ein Betrug? So. Jetzt aber. Na, wobei noch nicht ganz. Nee. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Gut. So. Hol ich mir noch schnell das Herz. Und geh schon mal hier in den Crazy Cap. Schleich dich. Okay. Willkommen an Bord. Strohhut und Urlauber-Outfit. Sieht ja richtig nice aus.
15, 20. Okay, das passt sogar. Dann hole ich mir direkt das auf jeden Fall. Das muss halt immer zum Land passen, ne? Ist ja klar. Ist natürlich klar. Oh ne, verdammt, das passt doch nicht mehr. Scheiße. Hey, ich hab doch 20 gehabt. Hey? 22 waren es doch. Hä? Muss ich das verstehen? Eigentlich nicht, ne? Ja, komm, dann nochmal 15, damit ich einen Sticker habe und dann nochmal so eine Art Souvenir, nenn ich's mal. Ja, jetzt sehen wir schon viel besser aus. Jetzt sehen wir schon viel besser aus. Und was ist hier? Hat ein bisschen Lava gespuckt hier, der Gute. Und ich übernehme mal auf die Stelle. Nee, ne? Dann können wir auch so frei räumen. Ist ja, hey, das ist sogar viel leichter. Hier ist sogar auch nochmal was. Noch so ein Checkpoint. Heiße Quellen sind so wohlig warm und entspannend. Ja, aber nicht in Lava, ne? Das nicht. Hier ist wieder ein Mond. Sogar ein Hauptmond? Hä? Das Siegel der Thermalinsel. Okay. Ach, nee, nee, gut. Nee, passt schon. Ich hab mich nur jetzt etwas gewundert. Aber war natürlich auch eine Hauptmission und ein Hauptstern, ein Hauptmond. Und der nächste Pömpel in die Fresse. Nur noch eine Fontäne. Lass uns auch den letzten Korken ploppen. Na, wow. Jetzt meine es aber ernst. So langsam ernst, ne? Mach mal das. Hinten sind auch wieder noch ein paar lila Mützen am Start. Alter, verpisst euch, ey. Ihr seid ja richtig nervig. Komm, ich hol mir das Herz noch hier. Ich weiß nicht, was schneller ist. Mario beim Schnellschwimmen oder eher ein Cheep-Cheep? Ich hab eher einen Cheep-Cheep. So, gehen wir nach unten. Dankeschön. Ich habe noch mal ein paar lila Münzen mal gesehen. Auf jeden Fall waren hier welche. Dann müssen wir. Alter! What the fuck? So, hier noch mal lila Münzen. Jetzt habe ich sogar noch mal die benötigt, ne? Oder was ist mit euch? Sind wir doch recht viele sogar. Ich glaube, ich kann euch wieder stacken, ne? Na, komm schon. Gut. Am besten nochmal hier den Checkpoint mit aktivieren. Hier oben war keiner mehr. Es sind noch keine lila Münzen hier oben. Nicht treffen lassen. Das wäre schon etwas gut. Ich nehme mich noch mit und dann laufe ich mal nach oben. Und lasst mich dabei treffen, ne? Wunderbar. Funktioniert ja einwandfrei. Aber ich höre einen Mond. Ich höre hier irgendwo einen Mond. Hier ist irgendwo ein Mond. Vielleicht irgendwo oben oder so. Ach, den hole ich mir dann noch. Ich will jetzt erstmal hier nach oben. Aber da hier dramatische Musik hier. Ist aber ein bisschen knapp. Ach, jetzt wird das so ein. Ah, wow. Lauf wenigstens dahin. Gibt es wenigstens wieder einen Mond dafür. Das ist schön. Okay. Jetzt kannst du wieder weggehen. Du sollst den Mond schon einsammeln, ne? Romanze am Strand. So, bringt das irgendwas, dass ich den Gumba-Turm jetzt nochmal weiter mitnehme? Lauf jetzt einfach mal weiter, dass was bringt. Nö, eigentlich eher nicht, oder? So wie es aussieht, aber nicht. Ach, sind nochmal lila Münzen, das ist schön. Ja, das ist sehr schön. Nee. Boah, Alter. Woher kommen diese Kugeldinger? Vor allem, warum kommen die da rausgeschossen, obwohl das nur dieser Oktopus-Typ das gemacht hat? Das verstehe ich nicht so ganz. Oh, verdammt.
Oh, ich hab's wirklich sogar nach oben geschafft, lol. Captain Toad? Schon wieder? Jetzt war mal in jedem Land war immer anwesend. Lol. Ich wollte ganz hoch hinaus, um mir das Meer von ganz oben anzusehen. Ich bin bis hier hochgeklettert. Ja, gerade du siehst auch so aus, als könntest du das, ne? Und du hast es auch hier rauf geschafft. Dafür möchte ich dir diesen Mol geben, den ich gefunden habe. Gut gemacht, Captain Toad. Einwandfrei. Ja, nice. Nein. Lappenhaft. Richtig behindert. Ach, da ist auch schon der andere Mond. Gut. Das muss ich noch nicht mal richtig aufmachen dafür. Nee, belassen wir das für den, wegen den Gumbaturm. Über den Rollfelsschlucht. Cool. Hä, und jetzt? Achso, ja. Einsammeln natürlich, klar. Das Segel in der Schlucht. Ja, geil. So, ich glaube, das war jetzt der letzte, ne? Ich glaube, das war jetzt der letzte. Und da kommt noch einer? Ne, eigentlich haben wir jetzt alles, ne? Schmerzhaft. Schmerzhaft. Famos, es ist Zeit, dass wir uns das Edelwasser holen. Oder wie auch immer. Tja, das machen wir aber erst im nächsten Part. Deswegen, oh, hier sind noch lila Münzen und hier auch noch, sehe ich in der Ferne. Aber ja, das machen wir dann im nächsten Part. Ich werde schon mal speichern. Und dann würde ich sagen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part hier in Super Mario Odyssey. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds don't just